Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Higuains Road to Glory. In der letzten Folge konnten wir uns 7 Upgrade-Punkte erspielen. Und ich zeige euch mal, wen ich geholt habe. Ich habe mir den Keeper Diaz geholt. Für 150 Münzen. Hat Top-Werte für einen Silberspieler. Ich denke, dass er uns weiterhelfen kann, Tore zu verhindern. Ich würde uns sagen, wir sehen uns dann gleich beim ersten, also beim Spiel. Bis gleich. Ja, Freunde, das sehen wir, das Team vom Gegner. Kein schlechtes Team. Alexis Sanchez, Bellarabi, das könnte auf jeden Fall gefährlich werden. Aber dafür haben wir unseren neuen Keeper ja im Tor. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der ersten Szene. Ah, kann er sich nicht ganz durchsetzen. Der erste Konter über Sanchez. Oh, das wird gefährlich. Aber gut dazwischen von der Verteidigung. Richtig schlecht, aber unser Keeper ist da. Higuain sieht den frei, völlig freien Flores. Und was für eine Möglichkeit, den kann man auch mal machen. Neben da natürlich gefährlich mit gegen Bellarabi und Sanchez. Der ja noch keine Möglichkeit bis jetzt hatte. Kann er sich da durchsetzen? Kommt mal zum Abschluss und was für ein Traumtor! Das sind zwei weitere Upgrade-Punkte. Und die Führung ist sehr, sehr wichtig. Keine Chance für den Keeper. Higuain wieder rüber. Wieder Higuain. Spitzer Winkel und wieder drin. 2:0. Higuain. Der hat so einen guten Abschluss. Wenn ihr die Münzen habt, holt ihn euch. Könnte gefährlich werden, dürfte Ecke geben. Guter Ball. Higuain, nächste Möglichkeit. Ah, lass da liegen. Das Keeper da. Higuain. Ist einer dazwischen. Ah, kommt noch einer zum Abschluss? Nein. Ist die Chance vorbei und jetzt Bellarabi. Auf und davon, Sanchez, das wird natürlich jetzt gefährlich, aber der Keeper hält ihn. Jetzt gefährlich. Higuain kann sich mal wieder gut behaupten, sehr, sehr gut sogar. Higuain und der Keeper hält ihn. Nächste Ecke. Ah, der ist sich richtig stark durchgesetzt. Gehen wir mal direkt. Boah, kommt kein Bronzespieler dran. Jetzt mal zum Abschluss. Nein, immer noch nicht. Bloß kein Konter bekommen. Gibt einen Freistoß. Wird natürlich Higuain ausführen. Higuain. Ah, der Freistoß war nichts. Higuain, und jetzt nimm mal Fahrt auf, Junge. Ruiz, 3:0. Souverän, nächster Upgrade-Punkt durch unser Bronzespieler. Haben wir schon 5. Überragend. Also dieser Stürmer Ruiz, der gefällt mir echt gut als Bronzespieler. Oh, hau da auch fast wieder einen raus. Aber Keeper ist da. Und klar, der hat 50 Schuss oder so. Aber der war schon ein guter Schuss. Ah, nächste Möglichkeit. Aber jetzt erstmal Halbzeit. Wir führen 3:0.
Higuain, der zweimal getroffen hat. Hat auch ein paar Chancen liegen lassen. Aber am Anfang sah es gar nicht so gut aus. Da hat der Gegner am Anfang richtig gedrückt. Aber mittlerweile haben wir das Spiel im Griff. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der zweiten Hälfte. Ruiz, Higuain, Hoplupfen und der Keeper Helton. Und dann schießt doch. Warum schießt er denn nicht? Ich habe schon längst Schuss gedrückt. Higuain 4-0. Nächsten beide Upgrade-Punkte. Also weiß es nicht, was der Gegner dort macht. Spielt auch jetzt nicht mehr normal mit, der Gegner. Jetzt macht er auch noch ein Eigentor. Was für eine Möglichkeit, jetzt schießt er am leeren Tor vorbei. Higuain. Und den vergibt er. Aber der Bronzespieler macht ihn zum 6 zu 0. Higuain und der Keeper. Dieses Spiel ist platziert geschossen. Higuain. Nächster Treffer. Ja. 7 zu 0. Higuain Pfosten, was für ein Schuss. Was ist jetzt? Gibt es einen Freistoß? Higuain, wenn wir mal voll drauf zimmern. Alles oder nichts. Und den hält er. Higuain da. Und das nächste Tor, Higuain 8 zu 0. Das ist natürlich jetzt keine Aufgabe mehr. Der Gegner. Nächstes Foul. Nächstes böses Foul. Und es gibt die rote Karte noch. Und Higuain darf es nochmal probieren. Der Keeper kann ihn halten. Einiges geballert, Higuain. Den darf er auch noch. 9 zu 0. Ich weiß gar nicht, wie oft er jetzt schon getroffen hat, aber es gibt eine Menge Upgrade-Punkte. Und das war's. Das Spiel ist aus. Wir gewinnen 9 zu 0. Können wir sehen, Higuain mit 6 Toren, das sind 12 Upgrade-Punkte. Plus 3 normale Tore sind wir bei 15 Upgrade-Punkte. Plus den Sieg sind wir bei 16 Upgrade-Punkten. Sehen wir, oh, Higuain wurde nicht mal zum Spieler des Spiels gewählt, sondern Ruiz, unser Bronzespieler. Und der Keeper auch mit einer guten Leistung. Ja, drei Paraden, hat er nicht viel zu tun, aber was er zu tun hatte, hat er gehalten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich die Upgrades reingemacht habe. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, bis die Tage.